Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren neuen Folge. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind heute nicht in London unterwegs, so wie ich es eigentlich ursprünglich geplant hatte, denn wir sind heute endlich auf der Karte Waldhofen 2013 unterwegs. Diese Karte gab es ja im Adventskalender von OMSI Webdisk zum 6. Dezember, also direkt zum Nikolaus, konnte man sich diese Karte hier einen Tag lang downloaden. Ja, wenn dieser Tag vorbei ist, habt ihr keine Möglichkeit, aktuell an diese Karte ranzukommen, aber keine Sorge, denn diese Karte wird natürlich nach dem Adventskalender oder alle Sachen, die im Adventskalender sind, die werden natürlich nach dem Adventskalender dann alle nachgereicht und dementsprechend dann zur freien Verfügung. Dementsprechend, ja, wollen wir uns diese Karte hier heute mal anschauen. Ich hatte ein paar Startschwierigkeiten mit dieser und wieso, weshalb, warum, verrate ich euch auf der Tour, denn wir sind natürlich hier wieder unterwegs und haben natürlich einen strengen Zeitplan. Das Ganze wieder mit dem Mercedes-Benz Conecto hier, unser Citybus. Warum, wieso, weshalb auch gleich mal, ja, erkläre ich euch gleich. So, wir starten aber erstmal unsere Maschine und wir haben halt noch 3,5 Minuten, von daher passt das Ganze. Wir sind auf der 590 sind wir unterwegs. Nö. Das funktioniert schon mal nicht. Liniekurs 590, Route 02, das passt. Falsche Route. Gut, machen wir normal. 500, nein, irgendwie bin ich heute voll. 590, Route 02. Und jetzt stimmt's, ab nach Weißenbruch hier mit uns. Und dementsprechend starten wir mal unseren Motor, der ist schon mal an. Und wir haben mal heute kein Druckluftproblem. Das ist ja mal sehr fein. Dementsprechend können wir hier die Lichter anhauen. Und wir können den Vorwärtsgang reinknallen. So, jetzt haben wir natürlich... Jetzt haben wir keinen Luftdruck. So, wir fahren schon mal vor zur Haltestelle. Und laden mal hier unsere Fahrgäste hier ein, würde ich sagen. So. Eine 30er-Zone haben wir hier aktuell. So, Linienschranke öffnet automatisch. Sehr löblich. So, warum schon wieder der Conecto? Wir sind in letzter Zeit ziemlich oft mit dem Conecto unterwegs. Ja, man muss ja dazu sagen, ne, es ist ein geiler Bus. Ja, also davon mal abgesehen, das ist ein richtig geiler Bus. Es macht richtig Spaß, mit denen hier rumzucruisen. Hab das natürlich in den letzten Folgen natürlich schon immer wieder mal erwähnt. Ja, aber das Ding ist, dadurch, dass die Karte jetzt ja nur wirklich für einen Tag jetzt online war, gibt es natürlich noch nicht allzu viele Repaints. Und dementsprechend, ja, ist das hier mit einer der Repaints hier, die wir jetzt gerade aktuell haben. Wieso steht denn der M? 590. Das stimmt ja jetzt irgendwas nicht. Unfall. Linie, Kurs. Wieso macht der da 500? 590. Route 02. Der macht da mal ein M vor. Hier schreibt immer hinten noch ein 28 ran. Linie 590, Route 02. Falsche Route, schreibt er mir. 590, keine Ahnung. Nach Beisenbruch. So, jetzt stimmt's. Keine Ahnung, was da jetzt das Problem war. So, gut. Genau, also wie gesagt, gibt es natürlich noch nicht allzu viele Repaints für die Karte und dementsprechend war für den Conecto mit einer der wenigen Bussen, die jetzt hier schon das Waldhofen 2013 Repaint hier drauf haben. Ihr seht es auch, ne? Das haut hier auch alles hin. Das passt hier alles. Wir machen uns mal vom Acker, denn ihr seht schon, die stehen hier schon alle Schlange hinter uns. Ah, guck mal hier, unser OMSI Navigation macht mal wieder Probleme, schickt uns schon wieder komplett woanders lang. Da müssen wir aufpassen. Armin Theophil Wegener Straße. Oh, das sollten wir nicht machen. Den Bordstein mitnehmen. Das wäre großartig. So, und die Türen auf. Ja, wie gesagt, also gibt es natürlich dementsprechend noch nicht allzu viele Repaints.
wenn wir mal gucken, dass jetzt mal zeitnah das ein oder andere Repaint nachgeliefert wird. Wir hatten natürlich ja auch schon die originale Karte Waldhofen und wir haben sie ja damit sogar vor dem Leitstellen-Simulator sogar schon in der Leitstelle gefahren. Und wir müssen ja ganz ehrlich sagen, wir waren ja ein Riesenfan von der Karte Waldhofen. Das ist eine richtig, richtig schnieke Karte, relativ kleine, performance-schonende Karte. Also die hat eine relativ gute Performance. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mal hier ein bisschen runter. Brandholzstraße. So. Wie gesagt, hat eine relativ gute Performance, die Karte. Und dementsprechend hat sie auch echt Laune gemacht. Sie hatte auch ein paar mehr Linien, ne, aber sie kam leider nie in den Leitstellen-Simulator. Mal gucken, vielleicht mit Waldhofen 2013 haben wir denn die Möglichkeit, zukünftig mal Leitstellenfahrten hier in Waldhofen zu machen. Fände ich persönlich natürlich eine ziemlich geile Sache. So. Dann steigt er mal ein hier. Hallo. Hallo. Ja, Schwierigkeiten hatte ich von daher, dass ich mir die Karte runtergeladen hatte. Zum Release natürlich. Hab sie dann auch gleich installiert. Hab sie aber nicht gleich getestet, weil ja, gab natürlich ein bisschen was anderes zu tun. Gab vielleicht einen neuen Bus oder sowas, den man hier wieder testen musste oder sonst irgendwas. Ja, da konnte man natürlich nicht gleich in die Karte mal reinschnuppern. Und dann war natürlich der 6. Dezember vorbei, wo ich dann letztendlich mal nachgeguckt habe, dachte mir so, ach komm, jetzt sind wir Waldhofen, schön aufnehmen hier, und die Karte funktionierte nicht. Ich habe 3 verschiedene Programme drüber laufen lassen und keins hat geschrieben, dass es irgendwas fehlt, dass irgendwas fehlerhaft ist oder sonst irgendwas. Aber immer wenn ich mich spawnen wollte, ja, hatte ich bloß Himmel um mich rum. Vielleicht hat der eine oder andere Problem auch. Ja, wie gesagt, Himmel ringsrum. Und du hast die Fahrzeuge halt fahren sehen. Ich dachte mir so, was? Wie gesagt, es gab ja keine Probleme. Es gab keine Probleme. Hab das alles überprüfen lassen. Es fehlte halt irgendeine Kacheldatei. Ja, die fehlte halt. Aber das war halt jetzt nicht groß schädigend, ja? Dass die Karte jetzt dementsprechend. So, und dementsprechend musste ich dann auch mal meine alte Waldhofen-Karte reingucken, in die Originalkarte. Und tatsächlich hatte ich das Problem auch. Und dann wurde ich stutzig, weil ich das Problem ja, wir sind die Karte ja schon damals gefahren halt, kannte ich das Problem nicht. So, jetzt habe ich nämlich mal auf die Suche gemacht, um die Webdus einfach mal eingetippt, Waldhofen 2013 über Google. Und tatsächlich gab es da einen Forumbeitrag in OMSI Webdisk und da stand dann drin, ja, überprüf mal die Parklist. Vielleicht sind da Fahrzeuge drin, die die du vielleicht nicht hast oder die vielleicht Fehler verursachen, vielleicht ein falscher Dateipfad oder sonstiges halt mit drin ist und so weiter und so fort. Weil dieser Fehler, dass man hier so in so einen Himmel startet, soll wohl halt von dieser Parklist sein halt, ne? Also ich mir meinen X10 genommen, habe die Parklist hier eingefügt von X10 und siehe da, die Karte funktioniert. Ja, also solltet ihr auch das gleiche Problem haben, dann vielleicht könnte das jetzt auch eure Lösung sein, dass ihr vielleicht die Karte Waldhofen 2013 jetzt vielleicht auch nochmal testet nochmal. Wie gesagt, nachdem ich das jetzt hier reingemacht habe, lief das gleich von ohne Probleme. Ich würde zwar nichts beschwören, vielleicht haben wir jetzt nachher das Glück und wir fahren irgendwann mal in so eine leere Kacheldatei, weil das hatte ich nämlich in der originalen Waldhofen. Ja, da auf einmal war halt der Himmel denn da. Ja? Du konntest eine ganze Zeit lang fahren und auf einmal war der Himmel denn da, als ob er denn irgendwas nicht laden konnte. Also das ist halt ein bisschen tricky halt, ja. Mal gucken. Vielleicht, wie gesagt, funktioniert es jetzt und wir können die Waldhofen jetzt vollkommen auskosten, ausnutzen. Ja, das ist, wie gesagt, halt wirklich schon eine sehr, sehr schöne Karte. Also ich habe sie halt sehr, sehr gut in Erinnerung. Problem ist, ich muss jetzt mit Karte fahren, denn unser Dings hier unten zeigt uns den falschen Pfad an. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. So, lässt du mich oder ziehst du jetzt einfach rein? Du lässt mich, das ist sehr, sehr löblich von dir. Wir reden zwar von der OMSI-KI, ne?
So, sonst habe ich ja eigentlich hier nichts dran groß verändert. Das sind die Fahrzeuge, die hier wohl fahren. Das Problem ist, dass hierfür auf jeden Fall Hamburg benötigt wird. Ja? Also wenn ihr Waldhofen fahren wollt, braucht ihr Hamburg, denn es sind hier Hamburger Fahrzeuge auf jeden Fall in der Parklist drin. Wie gesagt, auch von den KI-Fahrzeugen sind Hamburg-Fahrzeuge mit drin. Also Hamburg wird auf jeden Fall benötigt, aber ich habe ja Hamburg. Ich habe Hamburg normal installiert, ne? Und ich habe halt auch Hamburg, der Hafen City, genau, so war der Name. Einfach mal wieder instant vergessen. Und das ist halt alles installiert, ja. Also deswegen habe ich es nicht ganz verstanden, warum das Ganze jetzt hier mit diesen Fahrzeugen dementsprechend nicht funktioniert hat. Aber mit X10-Fahrzeugen ging das halt ohne Probleme, ja, ging das sofort. Und wie gesagt, weil ja meine X10-Karte ja eigentlich so von vornherein ja schon ohne Probleme funktioniert, habe ich dann einfach gesagt gehabt, also eigentlich alles, was ich irgendwie modde, kommt alles so aus meinem X10-Content. Ja, also das ist dann halt so das, wo ich halt schon drauf achte. Und wie gesagt, siehe da, es funktioniert. Auf jeden Fall ist das ein Fehler, den ich mir unbedingt merken muss, ja, falls ich mal wieder irgendwann mal so ein Problem haben sollte, dass irgendwelche Kacheldateien nicht geladen werden, obwohl halt alle Objekte vorhanden sind, dann kannst nur die Parklist senden. Und ich habe letztens eine Karte gehabt, da war es genau nämlich das gleiche Problem gewesen. Du konntest fahren und auf einmal fehlte, bist auf einmal in den Himmel reingefahren. Aber laut meine Software, die ich ja hier habe, ja, wo ich das Ganze mal überprüfen lasse, war alles da gewesen. Ne? Also dann kann es ja nur an der Parklist wieder sein. Ja? Dementsprechend muss ich das Ganze mal abchecken. Das war eine relativ große Karte gewesen, wo ich das Problem hatte. Also es ist dann halt immer ein bisschen ärgerlich, wenn du dann halt machst und tust und da geht dann halt nichts. Ja? Das ist dann halt mega, mega anstrengend. Und du würdest ja nur ganz normal fahren halt, ne? Und dich nicht hier stundenlang mit irgendwelchen Fehlern hier auseinandersetzen oder sowas, ja, macht natürlich wenig Spaß, ja. So, dann können wir hier gleich mal ein Foto von machen. Nach Beisenbruch. Kenner werden es natürlich dann gleich wissen, wo das ist. Wie Philipp LP, der ist hier auch gleich am Anfang hier lang gefahren. Haben wir gesehen, unten in der Minikarte. Ja. Heute auch mal ohne Tracker Air. Ist immer ein bisschen anstrengend, mit Tracker Air zu fahren. Ich hätte halt, Von der Möglichkeit zu den Bussen in Richtung Alpringhausen über Berlenbusch oder Pattberg, Mühlerforst über Rüdingerfeld, Hofkamp über Bommerholz zur S-Bahn sowie zum Regionalverkehr. Ich hatte nur noch mal ein altes gefunden gehabt, ein altes Repaint, damals war das grün gewesen. Waldhofen, also da hätte ich sogar eins für den C2 BRT gefunden. Oder BRT C2. Ja, aber wie gesagt, jetzt sind sie ja blau mittlerweile. Und dementsprechend kann ich natürlich jetzt nicht hier mit einer anderen Farbe jetzt hier. Ne? Sieht dann natürlich ein bisschen blöd aus. Hallo. So. Ja, wie gesagt, London machen wir das nächste Mal. Machen wir da weiter denn an der Stelle. So, wir müssen nach links.
noch links. So, jetzt wird es ein bisschen kühler wieder im Bus. Passt. Wundervoll. Was ist das hier für eine Linie? Keine Ahnung. Na los, komm, fahr jetzt. Ich würde hier gerne auch noch rum wollen. Waldhofen, Bahnhof Nordeingang. Ja, wie gesagt, also schade ist es halt wirklich. Du kannst halt Waldhofen mit, wenn du jetzt zum Beispiel ein privates Spiel machst, ja, wenn du dann da deine 8 Leute da einladen kannst oder sowas, dann kannst du natürlich Waldhofen spielen, aber gibt es halt so nicht als Online-Leitstellenfahrt. Das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Oh ja, wo müssen wir denn jetzt lang? Hier fehlt leider der Pfeil. Achso, ich kann nur geradeaus fahren. Ah, guck mal hier. Oder nach rechts. Aber über rechts macht wenig Sinn. So. Was sehr angenehm, wenn du mal eine Tour hast, die nicht so hektisch ist, ja, also wie die letzte Fahrt hier zum Beispiel in Grefrath, ja, ey, da hast du nur gedreht und dann bist du wieder gefahren und dann bist du wieder gedreht. Der ist tatsächlich ein bisschen anstrengend. Ja, sowas ist hier wieder so typisch Omsi. Dortmunder Straße. Der Bordstein. Ach, schön, schön, schön. Am Bauklo. Am Bauklo. Okay, naja, warum nicht? Warum halt nicht, ne? Sollen wir hier mal wieder ein bisschen wärmer machen hier?
Klinikum. Klinikum. Ja, ja, Leute, so ist das. So ist es. Wundervoll, dass das jetzt funktioniert. Nochmal so diese Macken mit Omsi, ja. Das ist jetzt schon so ein bisschen anstrengend, so, wo du dir auch immer so denkst, so, boah, Alter, das reicht jetzt langsam, so, weißt du. Bong. Oh, das ist aber auch fies hier die Haltestelle. Bocher Straße, Umsteigemöglichkeit zu den Bussen in Richtung Bochum Ruhr Universität, Wuppertal Hauptbahnhof über Haslinghausen, Wittenkempen und Wittenwartenberg über Witten Hauptbahnhof. Und mal wieder Autobahn. Hatten wir schon so lange nicht mehr. Schon ein bisschen schade jetzt, weil ich sehe gerade, es sind echt nur drei Haltestellen oder sowas. Es ist schon schade, dass sie gerade jetzt schon zu Ende ist. Ach Mann. Werden wir uns auf jeden Fall auch noch angucken. Ein paar Tage habe ich ja noch, bevor es ja denn in meinem wohlverdienten Urlaub geht. Dieses Jahr denn. Ja. So, zeittechnisch, das liegt mir auch extrem gut. Da können wir jetzt sowieso gleich warten an der Haltestelle. Jetzt mal ein bisschen den Timer runterlaufen lassen. So, und wieder aus. Dankeschön. Hm.
So. Ihr kommt dran vorbei, das passt. Eieiei, ist der dreckig. Stadtlinie. So, na, dann haben wir jetzt ein bisschen Standzeit jetzt hier. Also wie gesagt, falls ihr die Karte haben möchtet, müsst ihr nochmal euch ein paar Tage gedulden nach dem Adventskalender, denn auf OMSI Webdisk kommt sie denn auch für alle. Wie gesagt, die Waldhofen ist eine modifizierte Version von dem Original von David M., der die damals halt gebastelt hat, die Waldhofen. Mit dabei sind, glaube ich, veränderte Linienführung. Ich glaube, mehrere Linien sind jetzt mit dazugekommen. Und man hat natürlich hier und da ein bisschen was ausgebessert. Ich glaube, man hat streckentechnisch das Ganze schon erweitert. Und ja, wenn ihr das Ganze fahren wollt, wie gesagt, müsst ihr darauf achten, dass ihr Hamburg habt. Ja, entweder Hafen City oder Tag und Nacht. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt, ob es da stand, ob ihr das benötigt. Ja. Genau. Achso, hier ging es ins Depot, alles klar. Genau, bin mir da nicht mal ganz sicher, ob das benötigt war. Aber auf jeden Fall schaut sie euch an, wie gesagt. Die Karte zählt mit zur Fasos Lieblingskarte, die es hier für OMSI gibt. Und das kann ich absolut bestätigen. Waldhofen ist eine kleine, putzige Karte auf jeden Fall. Und ihr seht es ja selber, ne? Also es macht schon echt Spaß, hier lang zu fahren. Du hast einen sehr, sehr großzügigen Fahrplan. Musst nicht immer nur so hechten. Ne? Sondern du hast ja auch mal ein bisschen Luft hier zwischendrin, dass du mal kurz mal stehen bleiben kannst. Und mal kurz ein bisschen durchatmen. Ja? Egal, im Winter hier kannst du auch fahren. Schön wäre es jetzt halt wirklich nur noch, wenn sie jetzt dann halt zukünftig dann auch für den... Da kam der Husten durch. Eieiei. Also wenn sie... Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Ja, wenn man zukünftig dann auch noch das Ganze hier in der Leitstelle fahren könnte, das wäre natürlich richtig geil. Wir müssen aufpassen hier, Waldhofen. Und wir haben natürlich wieder Schnee hier. Das ist natürlich besonders vorsichtig sein hier. Ja, dann gibt es aber auch nochmal ein großes Dankeschön, ja, für OMSI Webdisk. Erstmal alleine schon für das Bereitstellen der Karte, ja, dass die sich da so eine Mühe geben, das alles auch sauber zu halten. Für das Forum, die halt wirklich den Leuten da schnell und ohne Probleme da helfen. Das ist sehr, sehr löblich. Bitte achten Sie beim Verlassen des Busses darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Diese Busfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit Busverkehr Waldhofen. Auf Wiedersehen. So, das war's. Wir sind am Ziel angekommen. Wie gesagt, schöne Karte. Schöne Karte. Gefällt mir wirklich gut. 10 Minuten Pause, würde ich sagen. Und dann geht's wieder weiter. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall hier von der ersten Linie 590 nach Beisenbruch hier aus Waldhofen 2013. Wie gesagt, wir werden uns in den nächsten Tagen nochmal gucken, dass wir uns hier noch ein bisschen was anschauen können von der Karte, bevor es dann, wie gesagt, wirklich dann heiß ab in den Urlaub. Und London ist halt auch noch. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann irgendwie so zeitlich timen irgendwie. Und dementsprechend würde ich mich natürlich über jeden Kommentar von euch freuen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und sonst verabschiede ich mich jetzt hier, bedanke mich. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.